Herr Kramer, nein, machen Sie es nicht schlimmer, als es schon ist. Nein, ich... Herr Kramer, nein. Falsche Eltern gelegt. Vor den Augen meiner Kinder. Ganz langsam, ganz ruhig. Bleiben alle weg, aber ich darf zu Ihnen kommen, oder? Du hast einen Herzinfarkt letztes Jahr gehabt. Ich schlaf keine Nacht mehr durch deswegen. Die Bank sitzt uns ständig im Nacken. Ich bin Ingo Lenzen und kämpfe für Gerechtigkeit. Berlin. Licht und Schatten liegen hier eng zusammen. Eben noch ist Rechtsanwalt Ingo Lenzen gut gelaunt mit seinem Kollegen John Davis unterwegs. Da erreicht die beiden ein dringender Anruf von Assistentin Sarah Grüner. Warte mal, ist Sarah. Sarah? Ja? Bei uns geht's voran, bei dir? Ja, geht auch voran. Ich habe gerade einen neuen Fall reingekriegt. Oh. Pass auf. Ja, und zwar hat mich gerade die 45-jährige Elke Kramer angerufen. Die hat mir erzählt, dass ihr Ehemann Edwin gerade vor ihren Augen und auch vor den Augen ihrer Kinder einfach abgeführt wurde von der Polizei vor der eigenen Haustür. Und der sitzt jetzt wohl in der JVA. Hört sich nicht gut an. Warum? Sie kann sich das eigentlich gar nicht erklären. Also sie denkt, es handelt sich bestimmt nur um Missverständnis oder so, weil ihr Ehemann war wohl noch nie kriminell oder ähnliches. Also, ja. Naja, okay. Also, pass auf. Wir machen das. Haftanstalt ist immer eine üble Geschichte. Bitte, zwei Telefonate für mich. Einmal rufst du bitte die Ehefrau an und sagst ihr, dass wir auf dem Weg in die JVA sind, damit die beruhigt ist. Und das zweite ist, ruf bitte in der JVA an und teil mit, dass ich ihn verteidige. Die soll mir als Verteidiger eintragen und sofort einen Besuchstermin. Ja, also jetzt für gleich. Und wir machen unser Ding. Danke, ciao. Im Moment einer Inhaftierung gilt es, sofort zu handeln. Doch noch weiß Ingo Lenzen nicht, warum Edwin Kramer festgenommen wurde. Ein Missverständnis ist für den passionierten Anwalt kaum vorstellbar. Immerhin wurde Haftbefehl erlassen. Ich möchte gern zu einer Frau Kramer. Okay. Frau Kramer? Was ist los? Komm hier lang. Vorwärts, los. Ich habe sie angerufen. Na ja, nicht hier. Es geht um meinen Mann Edwin. Mhm. Der ist von den Handschellen abgeführt worden. Mhm. Ich warte. Das haben wir bekommen. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Ich habe keine Erzählen Ahnung. Erzählen Sie einfach mal. Wir sind vorhin nach Hause gekommen. Wir haben unseren Wocheneinkauf gemacht, kamen um die Ecke rum. Und dann stand da halt Polizei. Mein Gott, da haben wir uns nichts bei gedacht. Und dann sind wir halt näher rangegangen und plötzlich kam die Polizei auch schon auf uns zu. Sind Sie Herr Edwin Kramer? Ja. Kommen Sie doch mal ein Stück näher. Wieso, was ist? Hey, sie legt einen Haftbefehl vor. Bitte was? Ja. Wegen Erschleichung von Leistungen. Dann haben sie gesagt, ihr solltet bitte mitkommen. Hat er gesagt, warum? Er würde nicht mitkommen, er hätte nichts gemacht. Mhm. Wie wollen Sie es auch verstehen? Sie können nicht einfach hier herkommen und jetzt Kramer, bleiben Sie mal ganz ruhig. Darf ich Sie bitte mitkommen? Nimmst du das? Steigen Sie ein, bitte. Nee, nein, was soll das? Nein, Herr Kramer, nein, machen Sie es nicht schlimmer, ich jetzt schon ist. Nein, ich, Herr Kramer, nein, bitte. Hören Sie auf. Nein, Herr Kramer, los jetzt hier. Und dass ich natürlich geweigert hat, haben Sie mal chillen. Je ruhiger Sie bleiben, umso besser. Wir bringen Sie jetzt in die JVA. Ich weine. Ja, ich bleib ja sitzen, ist ja gut, bleiben Sie ruhig. Und jetzt sitzt sie hier und ich weiß nicht warum. Das, was hier steht, heißt, er ist bestraft worden, weil er wohl ein Bahn- oder ein Busticket nicht bezahlt hat. Aber Herr Lenz, wir haben unser Auto verkauft, weil wir eben diese Schulden haben. Aber er hat ein Monatsticket, er muss nicht schwarz fahren. Aber ich verstehe das alles nicht. Also, pass auf, er hat eine Strafe bekommen in Höhe von 60 Tagessätzen. Das heißt, er muss mehrmals gefahren sein ohne Fahrkarte. Und das bedeutet jetzt, dass er 60 Tage hier in der Haftanstalt absitzen muss. 60 Tage? Es sei denn, er würde die Geldstrafe bezahlen. Kommen Sie denn bitte mit in den Besucherraum? Ist er da? Ja. Okay. Dann lass uns mal hingehen. Okay. Ich gehe mal vor. Ja, bitte. Danke. Hey, stopp. Bitte hinsetzen wieder. Darf ich nicht? Ja, nee, tut mir leid. Setz dich bitte wieder hin. Ja, fällt schwer, ich weiß, aber setz dich bitte hin. Okay. So, was machen Yvonne und Max? Wie geht's denen? Alles gut, mach dir keine Sorgen. Dass sie das mit ansehen mussten, nee. Das tut mir so leid, dass die ausgerechnet an mich abgeholt haben. Bitte, was ist passiert? Warum bist du schwarz gefahren? Da steht drin, du bist schwarz gefahren. Ich verstehe das nicht. Ich dachte, du hast eine Monatskarte. Edwin, was ist los, bitte? Ich habe keine Monatskarte.
Warum hast du dir keine Monatskarte gekauft? Wir haben doch gesagt, du holst ein Ticket. Ich habe keine gekauft. 84 Euro im Monat. 84 Euro. Das ist die Musikschule von Yvonne und das ist der Sportverein von Max. Mhm. So, was hätte ich machen sollen? Kannst du dich einfach schwarz fahren und dann... Ich wusste nicht, dass ich wegen sowas ins Gefängnis komme. Aber schauen Sie mal. Ich meine, Sie müssen ja irgendwann mal eine Benachrichtigung darüber bekommen haben, dass Sie deshalb verurteilt worden sind. Ne? Herr Kramer, das ist kein Kavaliersdelikt. Schwarz gefahren, Sie haben einen Strafbefehl bekommen, der ist Ihnen... Schwarz fahren? Ja. Dann sei hin, weiß ich. 60 Tagessätze. Und deshalb sitzen Sie jetzt hier. 60 mal 25 Euro, das ist die Strafe. Und wenn Sie es nicht bezahlen, sitzen Sie 60 Tage ab. Ich kann keine 60 Tage hier absitzen. Ich habe einen Job, ich bin Polier am Bau. Ich muss arbeiten. Das ist... Schauen Sie mal. Mein Geld finanziert uns. Eine Alternative gibt es. Sie könnten Sozialstunden leisten, soziale Arbeit. Das geht in Berlin. Für 6 Stunden gemeinnützige Arbeit pro Tag wird Ihnen dann ein Tag erlassen. Ich habe einen Job. Wenn der hört, dass ich im Knast sitze und wenn ich dann noch irgendwo gemeinnützige Arbeit leisten muss, der schmeißt mich da raus. Er sagt, er ist nicht da. Also den Kramer kann weg. Das ist kein Kündigungsgrund. Aber man muss natürlich schauen, wie man das miteinander verbinden kann. Weil 60 Tage sind ja auch kein Pappenstiel. Hallo, wir haben Schulden ohne Ende. Das weißt du, es wird immer mehr. Du hast einen Herzinfarkt letztes Jahr gehabt. Ich schlafe keine Nacht mehr durch deswegen. Und der Berg wird immer, immer höher. Die Bank sitzt uns ständig im Nacken. Wann verstehst du das? Guck dich doch mal hier um, wo du bist, Mann. Sie müssen das tun. Wenn Sie nichts tun, dann bleiben Sie 60 Tage hier. Das geht nicht. Ich kann hier nicht 60 Tage rumsitzen. Also, ich werde auf jeden Fall den Antrag stellen, dass Sie gemeinnützige Arbeit leisten können. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Damit Sie hier rauskommen. Und mit dem Arbeitgeber spreche ich auch. Okay. Ja? Ja, super. Okay? Hm? So, danke. Tut mir leid. Das ist jetzt vorbei. Jetzt schon. Jawohl. Also. Sie denn bitten zu kommen? Ja. Dankeschön. Genau für Menschen wie Familie Kramer hat der Rechtsanwalt seine Notruf-Hotline gegründet. Ingo Lenzen kann nicht dabei zusehen, wie eine Familie wegen unbezahlter Fahrkarten in Not gerät. Doch der Jurist wird mit Tatsachen konfrontiert, mit denen er nicht gerechnet hat. Das Ehepaar hat jahrelang vor der bitteren Wahrheit die Augen verschlossen. So. Das, was ich Ihnen hier anbieten kann, sind 20 Jahre Schulden. Was soll ich sagen? Es hat sich da eine Menge aufgestaut. Geben Sie mir einen Anhaltspunkt. Was ist das alles? Eigentlich hat es angefangen schon, wenn ich mal ehrlich bin und jetzt so drüber nachdenke, mit unserer Hochzeit. Mhm. Da haben wir tatsächlich schon vor 20 Jahren den ersten Kredit damals aufgenommen. Wir wollten halt eine schöne Feier haben. Dann kam irgendwann der Kinderwunsch, eine größere Wohnung. Brauchte man natürlich neue Möbel auch. Die Kinder brauchten irgendwann Computer für die Schule und wir haben immer gedacht, ja, es geht. Immer wieder hat die Bank auch gesagt, es ist kein Problem, wir geben Ihnen noch ein bisschen Geld. Und ja, wir sind da halt so reingeschludert. Und ja, aber als ich den Job verloren habe, da hat die Bank dann irgendwann gesagt, so jetzt, Sie zahlen ja hier gar nicht mehr, Sie können die Raten gar nicht mehr bedienen, wir kündigen den Kredit. Da habe ich gedacht, das geht gar nicht. Dann haben wir halt überlegt, was wir machen und sind letztendlich an so einen Online-Kreditgeber halt gekommen. Mhm. Soforthilfe. Ja, das stand da. Wir haben auch sofort das Geld bekommen. Und wir haben uns so sicher gefühlt in dem Moment. Aber jetzt, wo das Geld... Da kommt die sofortige Katastrophe. Genau. Das Geld fließt halt nicht mehr, weil zu wenig einfach da ist und wir nicht mehr können. Und wenn jetzt mein Mann auch noch seinen Job verliert, was ist denn dann, bitte schön? Das ist, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, also, wie es dann weitergehen soll. Ich weiß gar nicht, in welcher Traumwelt Sie gelebt haben. Ich meine, Sie müssen sich mal überlegen. Aber gut, das ist jetzt rum. Das sind meine Kinder. Die Lage könnte auswegloser kaum sein. Ein schwerer Fall für den Juristen. Fast so schwer wie der Schritt für seine Mandantin, ihren Kindern die Wahrheit zu beichten. Jahrelang haben sie und ihr Mann den Teenagern alles Erdenkliche ermöglicht und die Fassade aufrechterhalten. Wir haben einfach echt starke finanzielle Probleme. Und wir haben euch das nie gesagt. Weil wir euch immer raushalten wollten. So, nur weil der Papa eben eine Geldstrafe nicht hat bezahlen können, ist er jetzt ins Gefängnis gekommen. Das ist eigentlich alles. Ich will auch nicht mehr. Wir müssen noch Papa aus dem Gefängnis bekommen. Bestimmt. Der John und meine andere Kollegin, wir müssen jetzt mal diese Unterlagen ersichten. Damit wir mal rausbekommen, wie viel ist es eigentlich, was haben die Eltern eigentlich für Schulden. So, und wenn wir uns das angeguckt haben, dann werden wir auch einen Weg finden, dass er das irgendwie regelt. Ganz bestimmt sogar. Wir schaffen das, oder? Ja.
So, wir gehen dann mal, ja? Okay? Geh mal zur Mama. Alles gut. Ja, schaffst du? Ja, you lead the way. Okay. Um der Familie zu helfen, stellt Rechtsanwalt Ingolenzen einen Antrag auf Strafumwandlung bei der Staatsanwaltschaft. Assistentin Sarah Grüner verbringt die Nacht damit, die Rechnungen der letzten 20 Jahre zu sortieren. Doch bevor die Teamassistentin ihren beiden Kollegen die unfassbare Schuldensumme mitteilen kann, gibt es noch eine andere wichtige Sache zu klären. Noch ist offen, ob der Maurerpolier seine Arbeit aufgrund der Gefängnisstrafe verlieren wird. Eine Kündigung käme einer Katastrophe gleich. Lenzen? Ja, hallo, hier ist Bernd Knauber. Sie haben um einen Rückruf gebeten. Oh, Herr Knauber, wunderbar, dass Sie zurückrufen. Sie wissen, worum es geht? Nee, leider noch nicht. Geht um Ihren Mitarbeiter, den Herrn Kramer. Aha. Dem Herrn Kramer ist ein kleines Missgeschick passiert. Ah, der hat einen Strafbefehl bekommen und hat da wohl die Fristen nicht beachtet. Und jetzt hat die Polizei den abgeholt. Ja, was bedeutet das? Ja, dass er ein paar Tage Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen muss. Und jetzt hat er natürlich Angst, dass er seine Stelle verliert. Wird er aber nicht, oder? Wie, ist der jetzt im Knast oder was? Ja, aber nur ein paar Tage. Ich hole ihn da raus. Ja, prima. Das ist mein bester Mann. Das wäre sehr gut. Wenn es länger dauern würde, dann müsste ich mir eigentlich Ersatz suchen. Wie viele Tage, denken Sie, denn ist er weg? Ja, ich kann mir nicht mehr vorstellen als 8. Okay, ich gebe Ihnen 10 Tage, okay? Passt das? Sie sind ein Bombenchef, vielen Dank. Ich drücke die Daumen für uns alle. Danke, danke. Bis dann, ich melde mich. Tschüss. Prima, ciao. Also Entschuldigung. Supermann. Was ist das denn für ein geiler Chef? Supermann. Supermann.